Ja, so ist er wirklich, der Philipp Klinkmüller. Und das hier ist definitiv mein Meme-Favorit. Um was geht's hier? Sie können gewinnen, Sie können es ins Video schaffen, sogar bei uns nächste Woche. Jetzt hören Sie mir bitte eine Minute zu und danach geht's direkt zum Bitcoin-Ethereum-Video. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKC Management. Um was geht's heute? Ich halte mich ganz bewusst kurz hier. Wir haben einen Meme-Contest auf unserer Instagram-Seite, blenden wir hier gerade mal ein, falls Sie ihn noch nicht kennen. Ich finde, da kommen immer sehr lustige Memes. Und wir wollen Sie jetzt alle mit einbinden, wer auch auf Instagram ist, auch unseren Kanal liken möchte und wer auch Lust daran hat, selbst Memes zu machen. Wir werden drei Memes, die Sie uns bitte zuschicken, prämieren. Das wird in der Community abgestimmt werden, welche die besten sind. Ich blende das hier jetzt mal ein, wie die Bedingungen des Meme-Contests sind. Bis zum 26.02., das ist dieser kommende Samstag, schicken Sie uns bitte Ihre lustigen Memes rein. Erster Platz, 6 Monatsabo nach Ihrer Wahl. Zweiter Platz, 3 Monatsabo nach Ihrer Wahl. Und dritter Platz, 2 Monatsabo nach Ihrer Wahl. Und zusätzlich werden wir unter allen Leuten, die bei den Memes abgestimmt haben, 10 Leute insgesamt auswählen, die dann auch nochmal extra ein 1 Monatsabo bei uns kostenlos gewinnen können, selbstverständlich nach Ihrer Wahl. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist an sich ganz simpel, nur unserem Instagram-Kanal folgen, selbst wenn Sie kreativ sind, ein eigenes Meme erstellen und an unseren Instagram-Kanal schicken oder abstimmen. Das war's. Sie können in unserer Instagram-Story von Sonntag auf Montag selbst mit abstimmen und wir lösen das Ganze kommenden Dienstag in einem eigenen YouTube-Video auf. Los geht's. Wir schauen uns jetzt mal diverse Indikatoren an im Bereich Bitcoin, Ethereum. Gerade mal, was den Bitcoin angeht, da führe ich Sie wieder durch, erkläre Ihnen, was diese Indikatoren bedeuten. Dann gehen wir zum Schluss auf unsere Elliott-Wellenanalyse und zeigen hier ganz klare Beispiele und klare Szenarien für den weiteren Verlauf von Bitcoin und Ethereum. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, lassen Sie dem Video einfach ein Like da, gerne einen Kommentar. Und wenn Sie diese Videos in Zukunft nicht verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Kanal. Los geht's. Also, wir fangen am besten mal an mit dem Fear and Greed Index. So haben wir die letzten, ich glaube, 6 Wochen das gemacht. Fear and Greed Index misst die zwei Grundemotionen, die wir an der Börse haben. Das ist nun mal die Angst und die Gier. Das haben sehr viele von Ihnen, gerade auch neue Investoren an diesem Markt, am Kryptomarkt, auch schon gemerkt. In den vergangenen Jahren, wenn Sie jetzt erst seit circa einem Jahr da sind, entweder der Markt ist super, super gierig, er strebt danach, Wahnsinnsziele auszurufen, über 100.000, 120, 140.000. Die ganzen krassen Moonboys schreien ja schon lange von Millionen Zielen, die bald erreicht werden müssen. Ich hatte letztes Jahr gelesen bei ETH, wir sollten die 40.000 im letzten Jahr 2021 bei ETH erreichen. Das ist dann eben das absolute Greed, wenn die Greed, die Gier, wie wir hier sehen können, gerade bei den Tops hier, Score von 95, hier oben ein 91er Score. Denn dann haben wir hier gesehen, wo wir hier zum ersten Mal runtergekommen sind und wieder angestiegen, da war diese Gier schon nicht mehr so stark, der Optimismus war schon nicht mehr so stark. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite auch die Angst, ja, Fear. Die Angst zeigt genauso ein Extremstadium, gerade im Kryptomarkt aus, wo das eben sehr stark ausgeprägt ist. Viele frische neue Anleger, die eben gerade auch, ich hatte das in einem der letzten Videos, blenden wir jetzt gerade mal ein, wo es um diese Moonboys ging und um die vielen Betrügereien am Markt, wo eben ganz bewusst immer mit der Angst und der Gier der Leute gespielt wird. Ja. Da bitte grundsätzlich sehr, sehr vorsichtig sein. Davon sollten Sie sich fernhalten, denn das hat auch mit seriösem Investieren nichts zu tun. Da sollen Sie als Anleger einfach nur in den Markt reingetrieben werden, wie die Truppen an die Front, um dort verheizt zu werden. Ja, schauen wir uns das aktuell mal an. Wir sind jetzt im Stadion 20 von 100. Bei 25 beginnt bereits Extreme Fear, also extreme Angst. Wir haben diese Situation aktuell gerade wieder. Wir haben jetzt heute einen Score von 20.
Wir hatten in den letzten Tagen, das war ein absoluter Tiefpunkt der letzten Monate auf jeden Fall, war am 22. Januar einen Score von 13. Das war also wirklich massive Angst. Da hatten wir auch, standen wir auch kurstechnisch bei 35.000. Jetzt nur knapp darüber. Auch da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, sollten wir weiter runtergehen, wird diese Angst noch weiter zunehmen. Gleichzeitig kann man das auch antizyklisch betrachten. Und jetzt kommen wir hier dazu, wie nutzt man denn eigentlich so einen Indikator? Bei extremer Gier ist es normalerweise so, dass man selbst vorsichtig werden soll. Wenn wir da die alte Börsenlegende André Costolani zu Rate ziehen, der würde uns sagen, wenn das Blut auf der Straße liegt, dann müssen wir kaufen. Und wenn alle über eine Aktie reden, alle über den Kryptomarkt reden und einem sagen, du bist doch ein Vollidiot, wenn du nicht optimistisch bist, es wird auf jeden Fall jetzt zum Mond gehen, dann müssen wir vorsichtig werden und uns zurückziehen. Extreme Gier, Vorsicht, extreme Angst, eigentlich ein guter Zeitpunkt, langfristig gesehen, um einzusteigen. Ja. Fahren wir mal direkt hier weiter, Bitcoin Wallet Sizes. Was schauen wir uns hier an? Wir schauen hier auf der einen Seite in blau den aktuellen Bitcoin-Preis und hier sehen Sie die Anzahl gemessen weltweit an Wallets, ob diese zu oder abnimmt. Normalerweise ist es so, dass Großinvestoren und bei 100 Bitcoins und mehr, wir schauen uns nachher noch 1000 Bitcoins an, 1000 Bitcoins und mehr, kann man davon ausgehen, das sind Großinvestoren, die haben ein gesteigertes Interesse am Kurs, die haben auch eher ein höheres Wissen darin und deswegen haben sie auch viel Geld darin investiert. Normalerweise ist es so, man kann sagen, wenn der Kurs steigt, dann steigen auch die Wallet Sizes und wenn wir uns einem Top nähern, dann ist es normalerweise so, dass gerne abverkauft wird. Das sehen Sie vor allem aber auch bei den 1000 Adressen, zeige ich Ihnen nachher. Was uns jetzt hier auffällt, ist jedoch, dass wir an sich bereits hier, was jetzt bei Wallet Sizes von 100 Bitcoin und mehr angeht, hier eine sehr lange Seitwärtsbewegung haben. Man könnte sagen, diese Seitwärtsbewegung haben wir schon seit September 2018, dass wir trotz Anstiegen, den wir hier im Bitcoin massiven Anstieg gesehen haben, diese Wallet Sizes im Bereich von 100 bis 1000 eigentlich seitwärts bis hier gab es mal einen kurzen Spike hoch und wir laufen weiter seitlich und jetzt hier fallen wir durchaus noch weiter runter. Also sie nehmen ab, finde ich interessant, spricht für mich dafür, dass im Bereich dieser Investoren aktuell noch kein Trendwechsel gesehen wird. Wenn wir uns jetzt das mal weiter anschauen, wir gucken uns jetzt hier, Entschuldigung, jetzt bin ich eins zu weit gerutscht, wir gucken jetzt hier, Bitcoin Wallet Sizes größer als 1000, jetzt reden wir von richtigen Wahlen am Kryptomarkt, den Begriff haben Sie sicher schon gehört, da sieht man jetzt meiner Meinung nach ganz klar, dass diese Leute über ein gesteigertes Wissen am Markt verfügen, möglicherweise sogar, wenn sie wollen, Insider-Informationen, denn Sie können hier sehen, beispielsweise gehen wir mal hier im August 2018 los, da war es eben nicht so wie bei den Hundertern, den kleineren, nennen wir sie Thunfische am Markt, noch keine Wale. Hier sehen wir, der Preis steigt, Bitcoin Wallets Preise steigen ganz klar und hier, wo wir jetzt in den Bärenmarkt übergegangen sind, nehmen diese auch wieder zu. Im nächsten Anstieg sehen wir ganz klar, es läuft hier kohärent mit hoch, dass wir hier einen ganz klaren Anstieg des Preises haben mit einem Anstieg der Wallet Size und jetzt gucken Sie mal hier ganz kurz bevor wir das Top gesehen haben, ja, in diesem Bereich müssen einige Leute wohl einiges gewusst haben am Markt, dass viele kleine Fische nicht gewusst haben, die davon ausgingen, wir gehen jetzt hier direkt, wo angetrieben von den vielen Moonboys, die gesagt haben, wir gehen jetzt hier direkt weiter hoch, deutlich über 100.000. Was sehen wir hier? Wir sehen einen ganz scharfen, klaren Abverkauf, also dass es weniger Wallets gibt, die müssen also verkauft haben, damit die Anzahl an Coins auf ihren Wallets deutlich geringer worden sind und diese Zahl ist hier nach wie vor in der Abwärtsbewegung. Zwar jetzt natürlich hier nicht mehr so scharf, wie wir es hier oben gesehen haben, ja, dass es hier wirklich ganz scharf runtergegangen ist. Da gab es ja auch viele Gespräche, was die Wyckoff-Method anging, dass hier wohl einige Wale Bescheid wussten und gesagt haben, okay, wir realisieren hier nach einem massiven Anstieg, wohlgemerkt massiv Gewinne, haben hier stark runterverkauft, der Kurs kam dann auch zurück. Beim nächsten Anstieg, den wir gesehen haben, ist der Kurs aber trotzdem seitwärts runtergelaufen. Wir sehen es jetzt weiter runtergehen aktuell. Für mich imminent ein weiteres bärisches Signal.
Wir schauen uns jetzt Logarithmic Growth Curves an. Das sind die logarithmischen Wachstumskurven. Hatte ich schon öfters besprochen. Ist ja auch sehr ähnlich mit dem, was wir mit Fibonacci-Berechnungen im Kurs, Sie werden auch nachher von uns Fibonacci-Berechnungen sehen, was wir auch mit der Elliott-Wellentheorie machen. Was schauen wir uns hier an? Und grundsätzlich mal erklärt, was hat es damit auf sich? Die Denkweise und die Philosophie hinter den logarithmischen Wachstumskurven ist, dass mit der Zeitachse, die vergeht und der weltweiten Population, die immer mehr in den Kryptomarkt kommt, also Leute wach und aufgeweckt demgegenüber werden, dass also eine höhere Adaption am Markt stattfindet. Deswegen sehen Sie auch hier, durch die Adaptionskurve des Bitcoins flacht dieser insgesamt immer weiter ab. Das heißt, diese immense Volatilität bedeutet Schwankungsbreite, die nimmt mit der Zeit ab. Das ist aber überhaupt nichts Ungewöhnliches oder Spezielles für den Kryptomarkt. Das sehen wir überall, an jeder einzelnen Aktie. Wenn eine Aktie neu auf den Markt kommt und dann hat die ihre wilden Zeiten, wie ein junges Kind, das eben noch in der Gegend rumspringt, die ganze Zeit rumrennen muss, die ganze Zeit irgendeinen Scheiß machen muss. So ist es mit einer Aktie auch. Diese hohe Vola, diese Rauf-Runter-Bewegungen, Siemens Energy beispielsweise jetzt gerade, sehr starke Schwankungen sehen wir bei einer jungen Aktie. Je mehr die Adaption und je mehr Tausende und Abertausende Anleger reinkommen und diese Aktie halten, desto mehr flacht diese Kurve ab und diese Vola schränkt sich mit der Zeit ein. So, das sehen wir hier auch. Diese logarithmische Wachstumskurve konnte hier die Tops sehr gut abfangen. Wir haben hier eben eine Oberkante und eine Unterkante. Und wir haben es bisher nur ein einziges Mal geschafft, hier unter den Low-Definition-Bereich der logarithmischen Wachstumskurve zu kommen. Das hat dann einen absolut überverkauften Zustand angezeigt. Damals hier also, das war im März 2020, nach heutiger Sicht natürlich, wenn man diesen Indikator nutzt, absolutes Tief mit Kaufkursen. Und was wir jetzt hier sehen, wir hatten es in der Vergangenheit auch, dass wir hier unten angekommen sind. Das ist also auch immer wieder eine ganz klare Kursunterstützung. Ja, es ist der absolute Ausnahme, dass wir mal in einem Extrempunkt hier runtergekommen sind. Wir laufen jetzt gerade, zoomen wir das mal ran, laufen wir hier wieder an dem Bereich an. Klar, wir haben noch Platz, aber wenn wir das jetzt mal sehen würden, dieser Bereich liegt ungefähr jetzt gerade im Bereich der 28.000 ungerade. Mit voranschreitender Zeit geht natürlich auch die logarithmische Wachstumskurve auf dem oberen und im unteren Bereich weiter hoch. Sie sehen dann, das wird dann irgendwann hier 30. Also je nachdem, wie schnell wir jetzt runterkommen, sollten wir hier direkt weiter abverkaufen. Ist dieser Bereich von 28.000 realistisch? Und da werde ich gleich nach auf unsere Elliott-Wellenanalyse darauf eingehen. Wer unsere Videos seit nunmehr ja einem locker 7-8 Monaten kennt, weiß, dass wir damals schon im Anstieg die 28.000 als unser Ziel auf Basis unserer Elliott-Wellenberechnungen benannt haben. Und da werden wir auch weiter eingehen. Jetzt noch den letzten weiteren Chart, den ich zeigen möchte als Indikator. Und zwar Bitcoin Investor Tool 2-Year Multiplier. An sich auch ein sehr interessanter Indikator, den man selbst nutzen kann, wenn man sich timen möchte. Grob timen natürlich für langfristige Investoren. Wir besprechen hier sowieso nur langfristige Sachen. Wenn man sich timen möchte, wo gute Einkaufsbereiche und dann wo gute Verkaufsbereiche liegen. Ähnlich so, wie es die Wale mit 1000 Bitcoins und mehr machen eben, die sehr gut erkennen können, wann ein Zyklus zu seinem Ende kommt. Und dann verkaufen sie ihre Position wieder, um sie dann wieder unten zu kaufen. Dann sieht man wieder, wie die Kurse an Walen, also die Anzahl an Konten mit 1000 Bitcoins und mehr, zeige es Ihnen hier mal ganz kurz, wie sie hier zum Beispiel wieder zunimmt. Ne? Wir haben hier das Tief im Markt, hier nimmt die Kurve wieder zu, Anstieg und die Konten nehmen auch massiv zu. So, ganz ähnlich kann sich das der ganz normale Investor wie Sie und ich auch zu nutzen machen. Wir kommen hier wieder zurück aufs Bitcoin Investor Tool 2. Sie geben mir übrigens bitte mal eine Resonanz, wenn Sie das gerade gut finden, ob ich das weiterhin auch so genau für Sie erklären soll, wie Ihnen das Ganze gefällt, ob Sie das dann einfach besser verstehen können. So, also wir machen mal weiter. Grundsätzlich, was ist das? Das ist der 2-Year MA, der 2-Jahres Moving Average, also der 2-Jahres Durchschnitt. Und das ist die rote Linie oben, ist der 2-Jahres Moving Average mal 5. So, simpel erklärt, was zeigt uns das Ganze? Wenn wir hier, wie damals 2011 oder dann hier vom Januar 2015 bis
Wo sind wir abgeschlossen? Wenn wir ganz genau sind, dann ist es hier von Dezember 2014 bis Dezember 2015 ziemlich genau ein Jahr, dass wir hier in einem absoluten Kaufbereich waren. Also auch hier, um das mal klar zu sagen, Geduld ist gefragt an diesem Markt. Wir wissen de facto nicht, ob wir so eine Situation hier nochmal kriegen, dass wir hier kurz reindippen, bauen hier zwei Lows auf, man lädt die Position auf und bang, dann knallt dieses Ding hier richtig hoch, bis wir dann eben 1,5 Jahre später hier in den überkauften Bereich reinkommen. Das hier sind Abladebereiche, also jedes Mal, wenn wir hier über die rote Linie kommen, bedeutet, man kann seine Bitcoins langfristig gesehen wieder verkaufen, Gewinne realisieren, und wenn wir hier runterkommen, unter den 2-Year Moving Average fallen, dann sind das Bereiche, um sich wieder einzukaufen. So, wir zoomen hier mal nah ran, schauen uns das an. Auch hier, wir kommen der Sache hier immer näher. Aktuell ist das hier, der 2-Year Moving Average bewegt sich im Bereich gestern, das laggt immer um einen Tag, bei $31,607. So, wir schauen uns das Ganze hier nochmal an aus der Vergangenheit. Wenn man das hier sieht, es kam ja immer wieder so vor, dass wir hier auch drunter fallen können. Ich kann mir das auch hier vorstellen. Wir würden auch hier, wenn unsere Prognose stimmt und wir fallen unter die 30.000, kommen irgendwo in den Bereich von 26.000 bis 28.000 runter, dass wir hier eine Zeit lang drunter verharren. Was wir definitiv nicht wissen, ist, ob wir dann so eine Phase hier erleben, ganz kurz durch und dann Raketenstart, oder genauso wie damals hier in 2011, oder ob wir eben eine Phase haben wie hier in 2014 bis 2015, wo wir uns insgesamt ein Jahr unter dem 2-Year Moving Average befunden haben und man einfach ausharren muss. Langfristig gesehen war das trotzdem eine Wahnsinnsrendite, die dann kam, aber da werden Sie sehen, da werden viele zittrige Hände, viele Leute, die das nicht gewöhnt sind, die, wenn sie so wollen, keine Kampferfahrung haben, die nicht schlachterprobt sind. Ja, ich will mich hier nicht immer so aus martialischen Begriffen nutzen, aber am Ende des Tages ist es so, ja. Wer noch nie eine geklatscht hat, der wird wahrscheinlich anfangen zu heulen, wenn er das erste Mal eine kriegt. Und das ist genauso am Finanzmarkt. Es ist faktisch genauso, ja. Gerade sind den Leuten, dreht es gerade den Magen um. Mir nicht. Ich freue mich drauf, auch wenn teilweise meine Bitcoin-Positionen im Minus liegen, sage ich mir trotzdem, wir kommen hier sehr nah an interessante Kaufbereiche, die langfristig jedes einzelne Mal gute Bereiche waren, um danach massiv Rendite aus dem Markt zu nehmen. So, jetzt habe ich genügend gelabert. Jetzt kommen wir zu unserer Analyse, Elliott Wave Analyse. Wir schauen uns hier gleich mal unseren BTC-Chart an. Den kennen Sie wahrscheinlich schon, denn er hat sich überhaupt nicht geändert in den letzten 6-7 Wochen. Wir haben damals gesagt, wir kommen hier runter in der finalen Welle 5, übergeordneten 3. Dann gibt es nochmal eine Gegenbewegung. Diese Gegenbewegung, das war auch das Video. Schauen Sie das gerne, prüfen Sie nach, was ich jetzt sage, ja? Prüfen Sie das nach, gucken Sie sich die letzten Videos an. Ich sagte, wenn wir hier in der Welle 4 zurückkommen nochmal, bis auf die 46.000, dann wird dieses Ding weiter runterknallen. Und wenn wir hier über die 46.000 gehen, das ist dann unser Alternativszenario, das zeige ich Ihnen, sollten wir über die 46.233, genau dort liegt auch das 50er Fibonacci, dann haben wir hier einen weiteren Ausbruch. Ich zeige es Ihnen gleich. Und wir werden hier nochmal deutlich höher gehen, bis in den Bereich sogar von 64.000. So, was ist passiert? Wir sind hier ganz knapp an die 45.899 reingelaufen. Das hat das Top gebildet. In diesem Bereich kam die Trendwende. Wir haben jetzt also, wenn Sie so wollen, die Welle 4. Aktuell sieht es danach aus, abgeschlossen, und drehen jetzt runter. So, jetzt wird es für viele wahrscheinlich so aussehen, ganz klares Bild. Okay, die haben recht gehabt. Unter 46.000 drehen wir runter, jetzt geht es nur noch runter. Und da wäre ich jetzt aktuell gerade vorsichtig, denn wir haben ja hier auch Charting Indicators, ja? Das ist zum Beispiel MACD, RSI, Momentum. Wenn ich mir die hier anschaue, beispielsweise auf dem 8-Tages-Chart, dann wäre ich nicht so sicher, dass wir hier direkt weiter runtergehen. Ja, da habe ich so, ich könnte mir vorstellen, weil wir das in der Vergangenheit schon mal öfters gesehen haben und weil die Indikatoren jetzt schon relativ weit unten sind. Es hat sich schon relativ stark negatives Momentum, ja, das ist hier unten, negatives Momentum aufgebaut. Könnte ich mir vorstellen, dass bevor es weiter runtergeht, wir jetzt erstmal eine Erholung sehen. Denn insgesamt sind die Indikatoren schon recht weit unten. Das ist der Punkt 1 und der Punkt 2, den ich als Argument für eine
kurz- bis mittelfristige Erholung nennen möchte, ist, dass wir hier aktuell noch keine impulsive Abwärtsbewegung sehen. Noch keine impulsive Abwärtsbewegung. Ja? Denn auch diese Bewegung hier, impulsiv, ist sowas. Ratsch, runter. Ja? Das war in no time, ist dieses Ding runtergegangen, hat sein Low ausgebaut. Das hier, ja, ganz klar, um das mal hier zu zeigen, dieser Bereich hier, das ist impulsiv, bang, da knallt es runter. Ja? Da haben wir ja damals schon gesagt, selbst wenn sich das erholt, das wird noch weiter runterkommen, weil das hier so ein markanten Loch reingeschlagen hat. Was ist passiert? Wir sind dann seitwärts rausgelaufen, da haben sie schon wieder geschrien, oh, jetzt gehen wir direkt hoch und pum, hat es weiter das Ding runtergehauen mit neuen Lows. Aktuell könnten wir uns vorstellen, dass wir hier nochmal ranlaufen in den Bereich, ich schätze mal so jetzt so eine moderate Aufwärtsbewegung sehen, um so 7.000, 8.000 Dollar könnte ich mir vorstellen. Wir stellen ja jetzt gerade bei 37.570, dass wir also nochmal in diesen Bereich hier hochkommen. Wenn wir uns das Ganze mal kurz prozentual anschauen. Ungefähr, so, jetzt kommt hier die Chartbesprechung rein. Ungefähr in einem Bereich von 10-16% hochkommen, um dann von dort aus wieder auch die Meute der Anleger in den Markt reinzulocken und von dort weiter runter zu gehen, bis wir eben hier in den Bereich kommen, den wir schon lange, lange auf dem Chart haben. Den zeige ich Ihnen mal hier auf dem BTC2. Diesen Bereich, das ist die blaue Box hier, ist unser langfristiger Zielbereich. Das war ein kurzfristiger Zielbereich für Einstiege damals. Das hat hervorragend funktioniert. Da sind wir reingegangen. Und das hier ist der langfristige, die blaue Box, langfristiger Einstieg. Und das liegt eben hier auch an dem Haupt-Fibonacci, welches wir immer beobachten, der goldene Schnitt 61,8 bei 27.236. Ja, aber das geht eben, wie wir aktuell sehen können, wahrscheinlich hier nicht in der Linie runter, weil sonst hätten wir schon einen Absacker hier sehen müssen. Und wie gesagt, das sollte sich das verändern, ganz klar, dann sind wir da auch offen. Sollten wir sehen, dass wir heute jetzt mal 15% runtergehen, und wir hier so eine Linie runterkriegen, dann sage ich, okay, das könnte auch schneller gehen, sonst könnte ich mir eher vorstellen, dass wir hier nochmal zurückkommen. Jetzt sagen Sie sich, ja gut, was soll ich jetzt hier machen? Also wir spekulieren hier nicht rum aktuell. Ich halte meine Position, ich habe Cash an der Seite, ich halte dieses Cash parat, um hier bei dem weiteren Absacker, ich würde übrigens auch in diesem Bereich hier ganz klar 32.000, 33.000, 34.000 kaufe ich weiter nach. Ich sage Ihnen auch warum. Es ist zwar immer schön, wenn wir nachher unsere finalen Zielbereiche treffen, da kann ich mich hier hinstellen, kann sagen, schauen Sie sich meinen Bizeps an, alles geil gelaufen. Ja, aber wir wissen das nicht. Wenn es nachher so kommt, dass nur die 29.000 getroffen werden oder die 30.000 als Low und wir verpassen das eben um so viel, dann heißt es, oh, ich hatte meine Kauforder bei 27.000, wie Sie gesagt haben, und jetzt habe ich es verpasst. Ja, das bringt nichts, deswegen gehen Sie gestaffelt rein. Wenn wir hier noch tiefer runtergehen, dann gehe ich langfristig gestaffelt rein. Aktuell spekuliere ich aber weder hier ganz kurzfristig auf Long noch irgendwie auf Short. Das ist Trading, mache ich nicht. Hochvolatiler Markt. Ich kann nur raten, hören Sie darauf. Wenn Sie nicht absolute Experte sind, was Trading angeht, Finger weg davon. Hier sollte man langfristig investieren. So, genügend gelabert. Wir gucken uns jetzt ganz kurz noch ETH an, Ethereum. Ich nehme einen Schluck an der Pulle. Also ETH 0,5. 4-Stunden-Chart, auch hier sehr, sehr ähnliches Bild. Was ist passiert? Wir hatten damals gesagt, hier erste Bewegung, Welle 3 runter, nochmal eine Gegenbewegung und dann geht es tiefer. So, diese Gegenbewegung, exakt das gleiche Spiel. Checken Sie die letzten Videos. Wir hatten gesagt, am 50er Retrace drüber darf es nicht gehen bei 3.325. Bis dorthin, wenn diese Bewegung sich bis dorthin ausdehnt, das ist der gleiche Level wie die 46.000 Dollar bei BTC, geht es weiter runter. Was ist passiert? Wir sind hier weiter runtergekommen, kamen nochmal zurück, drehen jetzt ganz klar nach unten ab. Das ist prozentual eine ordentliche Bewegung nach unten. Wenn wir das mal ganz kurz anschauen wollen hier, das mal vergleichen hier vom aktuellen Top ungefähr bis jetzt zum Tief. Ja, 23%. Auch hier könnten wir uns vorstellen, dass wir nochmal etwas zurückkommen. So ein Optimalbereich wäre etwas tiefer als der hier. 38,3er Fibonacci bei ca. 3.000, 3.100 Dollar. Und dann von dort aus weiter runterdrehen.
Jetzt zeige ich Ihnen mal den anderen ETH Daily Chart. Dort hatten wir, beziehungsweise hatten, haben einen insgesamten Kaufbereich für langfristige Positionen. Das ist immer eine blaue Box, dann ist er aktiv mit grüner Umrandung und Boxkoordinaten hier unten dran. Das ist übrigens ein alter Einstiegspunkt, den wir damals hier genommen haben, der auch sehr gut funktioniert hat. Davor hatten wir auch einen hier, da sind wir long gegangen. Also, wir schwelgen aber nicht in der Vergangenheit, sondern zeigen die Gegenwart. Wie sieht die Situation aus? Wir gehen davon aus, dass wir hier nochmal unter das 78,6er durchfallen auf 88,7er mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass wir also nochmal ein etwas tieferes Tief kriegen in der übergeordneten Welle 2. Das läge bei 2067 Dollar. Von dort aus insgesamt umdrehen und dann eine starke Aufwärtsbewegung sehen. Da hat es ein bisschen verzogen. So, ich hoffe, das Ganze konnte Ihnen weiterhelfen. Nutzen Sie gerne unsere täglichen Abonnements, wo wir auf sowas aufklären und auch täglich dann darauf eingehen können, wenn sich was verändert, genauso wie die Webinare von meinem Kollegen Philipp Klinkmüller unter www.hkcmanagement.de. Auch in den Altcoins bewegen wir uns aktuell schnurstracks auf die langfristigen Einstiegsbereiche zu. Mein Kollege hat es letzte Woche schon gesagt, wir haben das letzte Ende eines Tiefs noch nicht gesehen. Jetzt bewegen wir uns darauf zu. Es sieht aktuell genau danach aus. Gerade die Altcoins sind sehr stark runtergekommen. Nutzen Sie da gerne unser Altcoin-Paket. Ich wünsche Ihnen jetzt eine wunderschöne Woche. Machen Sie es gut. Danke.